Wir haben eventuell dort keine Schallplatte versenkt. Huch. Eigentlich war das keine schlechte Idee, hier auf den Berg hochzugehen, weil da hat man, glaube ich, dann einen kleinen Überblick von dem Ganzen. Dort ist ein See. Sehen. Gehen wir mal in diese Richtung weiter. Da hinten ist ein großer See. Den habe ich gerade dort so anschnittsweise gesehen. Vielleicht haben wir dort Glück und können dort einfach mal die letzte Schallplatte finden. Weil es war ja oft genug, dass hier aufsehen. Quatsch, aufs. Uiuiuiuiui, was ist denn das hier? Das hat mir oft genug, dass es in Seen irgendwelche. Doch, da ist was. Da muss ich mir aber erstmal hinreichend großes Loch schlagen, damit wir auch wieder zurückfinden. Weil wenn nicht, wäre das, glaube ich, Ah, scheiße, ich bin nicht reingefallen. Da ziehen wir jetzt einfach durch. Was haben wir drin? Das ist doch die gleiche wie hier, hä? Ist das jetzt verarschen, oder? Hä? Jetzt bin ich irritiert. Oder gibt's gar nicht so viele Schallplatten? Gucken wir doch einfach mal, wie viele es gibt. Ich google mal schnell, weil das wäre ja merkwürdig. Minecraft Schallplatten. Weil das war jetzt die 11., obwohl wir die doppelt haben. Ich spiele ja mit der Version 1.2.5 noch das Let's Play, obwohl ich auch schon die aktuelle habe. Seit Version 1.4.3 gibt es 12 Schallplatten, das interessiert uns aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also es muss explizit 11 Schallplatten geben. Und wir haben erst 9. Also 10 jetzt theoretisch. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Sollte das vielleicht ein Fehler sein? Wir können jetzt natürlich sagen, wir haben 11 gefunden. Aber das ist mir ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach mal weiter nach wohin? Norden? Ich muss mich beeilen, weil ich wollte gleich die 10 Gebote gucken. Es kommt in 20 Minuten. Nee, dort geht es wieder zurück. Oder? Oder? Ist das jetzt ein anderes Gebirge dort? Dort hinten ist noch was. Ein Ei gelegt. Goldbarren, nee, die kannst du stecken lassen. Das Ei brauche ich eigentlich auch nicht. Blume auch nicht. Ist das jetzt ein Bug im Spiel oder muss das so sein oder? Ich gehe einfach mal hier hoch auf das Gebirge gucken.
Oh, da ist eine Tür. Was heißt denn das jetzt? Was ist denn hier los? Ach, hier ist auch ein Bett. Und hier gibt es Zeug. Das brauchen wir nicht. Aha. Quatsch, ich will die Tür zumachen. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal, eigentlich. Also wieder was futtern. Obwohl, es heißt ja in dem Thread zu der Karte, finde 12 Schallplatten. Quatsch, 11 Schallplatten. Es steht ja nicht da, ich soll 11 verschiedene finden, sondern ich soll einfach 11 finden. Und ich als alter Mathe-Leistungskursler, wo einem im Mathe-Leistungskurs eingeprügelt wird, dass man alles genau nehmen soll, da steht ja bloß da, ich soll 11 finden und nicht finde die 11 verschiedenen, in meinen Augen. Habe ich den Thread noch offen zufällig? Mal gucken, was er schreibt. Für die mutigen Elf, die 11 Musikdiscs sind über der Karte versteckt. Na gut, die 11 Musikdiscs, das ist schon wieder, das könnte heißen, dass er meint, wirklich alle einzelnen 11. Und nicht irgendwie hier Tricksereien. Was ist denn dort unten? Ein Tunnel oder sowas. Ein Eingang. Irgendeine Höhle. Zeugs ist dort bloß drin. Nee. Ich gehe hier nochmal immer eine Runde rum. Was ist denn das dort hinten schon wieder für ein Gebirge? Das müsste das sein, wo wir herkommen. Jetzt gehen wir mal hier eine Runde rum. Wird es auch schon wieder dunkel. Wir gehen mal hier unten auf dem Eis entlang. Autsch. Das ist ja zum Kotzen, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. In der Höhle. Ah, sieht so aus. Sieht so aus. Ich muss gleich niesen, oh mein Gott. Ach, irgendein Pilzscheiß. Dabei mag ich doch keine Pilze. Also RL auch, ne? Kann ich auf Eis ein Bett bauen? Das geht natürlich wieder nicht. Das ist doch eine. Reicht das schon? Ja. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen. Oh, das ging gut. Und wieder abhacken. Und dann rennen wir mal einmal hier rum. Kannst du schneller laufen? Auf dem Baum. Hier immer drumherum scheint es auch nichts mehr groß zu geben.
oder das ist einfach ein Fehler vom Map-Ersteller. Dass der dort eine andere reinlegen wollte. Aber darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Auf jeden Fall geht hier eine sehr schöne Treppe hoch, die wir einfach mal ganz frech ausnutzen wollen. Einmal hier quer rüber. Einmal hier und einmal hier hoch. Ich glaube zwar nie, dass es hier oben irgendwas gibt. Doch. Und da ist es doch, die letzte Schallplatte. Jawohl, und jetzt einfach ab nach Hause. Der hatte offensichtlich eine Schallplatte doppelt. Gelegt. Aber na gut. Oh, hier unten, was ist denn das hier unten? Ist denn unten noch ein Dungeon? Haben wir hier einen Dungeon übersehen? Na egal, wir haben alle Schallplatten und da ist mir das jetzt auch noch egal. Ja, komm. Runter mit euch. Habt nochmal ein bisschen Spaß hier, ihr Wogen. Das machen wir jetzt nicht. Komm, bloß heben und... Das ist natürlich die Frage, wie wir kommen hier nach Hause. Ich glaube, wir müssen einfach bloß in die Richtung rennen und da kommen wir... Und da kommen wir dann direkt auf das... auf das Gebirge zugerannt. Ich glaube, ich werde die Folge hier auch nie teilen. Ich werde die einfach am Stück hochladen. Und wenn es halbe Stunde wird, dann müsst ihr halt eine halbe Stunde angucken. Das freut euch sicher auch mal, wenn ihr auch mal länger als 15 Minuten habt, auch bei anderen Spielen außer Grand Prix 2. Ein Wolf, hallo. Habe ich was mit für den? Nee, leider nicht. Schade. Tut mir leid. So, wo ist denn der einfachste Weg? Ich glaube, der ist hier so. Dort hoch. Könnte hinkommen. Noch ein Wolf. Wolfie oder sowas. Genau, schön bellen. Kurz an der Nase jucken. Ja, ist ja gut. Ruhig, Brauner, ruhig. Ich habe übrigens hier in der Nähe auch Hunde, die jede Nacht und jeden Tag kläffen. Große Hunde hier in der Nachbarschaft von irgendwelchen Nachbarn und es geht ihm so auf den Sack. Apropos Hunde, ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass viele Hundehalter offensichtlich unfähig sind, die Hinterlassenschaften ihres Lieblings wegzuräumen. Also ich habe ja so eine Wiese auch direkt neben in der Nähe. Da ist, liegt eigentlich alles voller braunen Haufen. Und das ist einfach nur ekelhaft. Es gibt viele Leute, die denken wahrscheinlich hier nur, weil sie Hundesteuer zahlen, müssten sie das nie wegräumen oder sowas. Aber ich finde es eigentlich total eklig und keimisch. Die können das Zeug von ihren Hunden ruhig auch mal wegräumen. Da möchte man am liebsten hingehen und denen das, den Kopf von dem Herrchen oder Frauchen dort richtig schön reindrücken in den Haufen. Da kommen einem so richtig so Hassgefühle auf, wenn man sowas sieht. So, jetzt müssen wir hinten wieder runter. Da sind wir schon öfter an der richtigen Stelle, wo wir hin müssen. Glaube ich jedenfalls. Aber das werden wir unten dann genauer sehen, wo wir hin müssen. Aber wir gehen erstmal an der Flanke lang. Das geht ungefähr. Wir müssen dann nach... in die Richtung, glaube ich, wenn ich mich richtig orientiere.
Aber ich will hier ein bisschen an dem Berg bleiben. Genau hier ist der Baum und dort hinten ist der andere Baum. Dort ist der Fluss. Ich glaube, wir müssen zu dem Fluss, ne? Renn doch mal weiter, ey. Meine Güte. Meine Güte. Dort hinten ist der Dschungel. Das heißt, wir sind schon ungefähr die richtige Richtung. Dort hinten der Hügel müsste das, glaube ich, sein. See, ja, gute Frage. In der Nähe von dem See war das doch. Ich glaube hier hinten, oder? Oder doch in die, ich glaube in die Richtung müssen wir, glaube ich. Jetzt habe ich hier komplett die Übersicht verloren. Hier hinten vielleicht? Das ist der Dschungel. Ich glaube hier die Höhle hier, die kommt mir. Also hier hinten dieses Sandding. Das müsste eigentlich dort hinter sein. Nee, hier sind wir jetzt schon wieder bei dem Moor. Ich glaube, wir müssen doch in die Richtung. Hoffentlich schaffen wir das noch bis Anbruch der Nacht ins Ziel. Entschuldigung, scharf. Hoffentlich schaffen wir das noch mit Anbruch der Nacht hier ins Ziel zu kommen. Ach, das sieht gut aus. Hier hinten müssten wir jetzt, glaube ich, gleich ans Ziel kommen. Links oder rechts? Links. Müsste sich das gleich auftun. Und da ist es. Oh, was ist denn das für ein Bug? Hat es irgendwas kaputt gemacht? Oder ist das jetzt bloß ein. Haha, das ist ein Witz, hä? Komm. Da stand meine Kiste. Das ist doch. Ist das bloß ein Bug oder wie? Da gab es irgendwie einen Trick. Man sollte irgendwie. Irgendwas ändern. Ich glaube, die Render Distance. Und da ist es schon wieder. Ach, Glück gehabt. Ich glaube, auf so stand das irgendwie, ne? Ach, Schwein gehabt. Da ist es wieder alles. Ich glaube, die Render-Distanz, die ist ein bisschen zu hoch, weil es ruckelt jetzt. Oh, es ist eigentlich auch egal. So. Dann haben wir erfolgreich hier das Let's Play geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 verschiedene Schallplatten haben wir geschafft und ich sage an der Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen bei Minecraft The Forgotten Lands. Die Karte hat mir sehr viel, sehr gut gefallen, sehr viel Action gehabt. Wir haben die 11 Schallplatten gefunden. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und mit dem Sonnenuntergang hier aus dem Fenster, da steht der Baum im Weg, verabschiede ich mich bei euch und sage einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen bei Minecraft. Es wird auf jeden Fall ein neues Let's Play geben. Und ja, auf Wiedersehen.